So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren, ich weiß nicht, was es genau wird, Unboxing würde ich es nicht nennen, ich habe zumindest eingekauft. Diese Tüte ist ganz grob 160 € wert und ich bin leider süchtig geworden, ich muss es zugeben. Also Warnhinweis von mir, fangt nicht mit Warhammer an, mit Warhammer 40k, sonst endet das teuer und zeitintensiv, aber das wusste ich auch schon im Vorfeld, ich hatte mich ja sehr lange geweigert, dass ich tatsächlich damit anfange. Ich fange einfach mal mit diesem Buch hier an, das ich gerade aus der Tüte rausgeholt habe. Ich wusste sowieso, dass das alles sehr teuer wird und wollte mich sehr, sehr lange dann nicht mit diesem Hobby beschäftigen. Aber jetzt ist es halt doch passiert. Nordcon hat gereicht. Nicht wundern, ich kram gerade währenddessen noch ein bisschen in der Tüte. Hol da ein paar Sachen raus, damit das gleich ein bisschen schneller geht. Ja, Deathwatch. Das ist ein Roman. Solltet ihr sehen. Ich bin großer Deathwatch-Fan. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel, wo ich dann am Ende hin will. Dass ich mir dann eine kleine Tabletop-Pen-and-Paper-Armee zusammenstelle. Nicht mit unbedingt vielen Punkten, sondern dass ich dann Pen and Paper damit spielen kann. Dann vor allem das Deathwatch-System. Und dazu werde ich mir dann auch auf alle Fälle nochmal diesen Roman schnappen. Ich werde den wie immer auch auf meiner Homepage rezensieren, wenn ich damit fertig bin. Der ist jetzt, glaube ich, auch noch relativ neu. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann der gekommen ist. Aber wenn euch die Deathwatch interessiert, ich habe auf alle Fälle oben nochmal das Grundregelwerk von Deathwatch damals rezensiert. Das könnt ihr euch auch nochmal ansehen. Ansonsten wird es dann noch viele weitere Sachen zu geben. Alles rund um diese Krieger des Ordo Xenos. So, dann habe ich gerade überlegt, das hat ein bisschen länger gedauert, die ganzen Sachen hier alle rauszuholen. Ich habe mir ein paar Farben gekauft, denn die darf man ja grundlegend, dürfen die nicht fehlen. Ich stelle die gerade mal alle nach und nach hier so rein. Sowas habe ich mir hier geholt. Das ist das Citadel Shade Nuln Oil. Das braucht man eigentlich immer. Ich habe zwar schon in der Grundbox ein Shade gehabt, das war aber nicht so ein schönes ja, Nullen. Sollte, glaube ich, der Gott des Todes sein aus der Warhammer Fantasy Welt. Das ist einfach nur schwarz. Dann habe ich hier noch ein Shade. Das ist das Druchi Violet. Druchi. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Die Druhi kenne ich nicht. Noch nicht. Das habe ich mir auch geholt. Das ist so ein bisschen lila. Ich glaube, das kann man das hier oben am Deckel sehen. Das ist nicht wirklich schwarz, sondern ja, wie gesagt, lila. Da kann man es, glaube ich, am Rand so ein bisschen sehen. Auch das habe ich mir geholt, weil ich das brauche für Miniaturen, die dann noch kommen. Was habe ich hier noch? Technical Martian Iron Earth. Das ist also das, was ich dann für die Base brauche, unten für diese Standees. Wenn ich dann ja, Erde, aufgewühlte Erde oder sowas erzeugen möchte. Und dann habe ich hier noch ein anderes Technical Modern Earth. Weil ich eigentlich finde, dass diese Base dann doch wichtiger ist, als ich das im Vorfeld dachte. Eine gute Base kann richtig geil aussehen. Hier habe ich nochmal Agrelan Badland. Ja, die Farben waren ein bisschen teurer, aber dann habe ich hier noch, oh Gott, das kann man glaube ich gar nicht kennen. Das ist Fenrisian Grey, das brauche ich gleich für eine Einheit. Ihr könnt ja jetzt schon mal das Video anhalten und sagen, wofür ich das Fenrisian Grey brauche. Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Die erste Antwort ist es nicht. Die erste Antwort, die euch jetzt erst so in den Sinn kommt. Ja, dann habe ich noch Farben von Vallejo. Da habe ich mir schon eine große Box mal geholt. Das habe ich jetzt nicht ausgepackt, nicht rezensiert. Ja, weil so eine große Box kann ich auch noch mal irgendwann in die Kamera halten. Aber ich habe mir zumindest schon mal so ein paar Farben geholt. So, was ist das jetzt hier? Peel Skin Wash. Dann habe ich hier noch einen Karn Obscura Dark Flesh Tone. Und ja, was ist das? Modell Color. Acryl, Color, keine Ahnung. Karn Base. Also das sind jetzt alles Hautfarben. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keine richtig tolle Hautfarbe habe. Das ist dann eher so ein europäisches. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit meiner Hand erkennen kann. Gut, jetzt an der Hand. Es soll wohl hautfarbend sein. Und das ist dann eher für ja, etwas dunklere Hauttöne. Und das ist dann auch noch so ein bisschen für die Schattierung.
Genau, das sind die Farben. Da kann man ja nie genug von haben. Das ist jetzt also auch noch mit da drin. So, jetzt überlege ich gerade, was hole ich euch jetzt erstes. Ach komm, ich mache jetzt hier weiter mit der Deathwash. Das ist auch wieder ein weiterer Kodex. Ich hatte ja euch beim letzten Mal erzählt, dass ich euch noch den Kodex der imperialen Armee, den hatte ich ja auch noch mit dabei, habe ich allerdings nur vergessen, in die Kamera zu halten. Aber jetzt habe ich auch mir den Codex Adeptus Astartes Deathwatch geholt. Da könnt ihr auch sehen, Fantasy Inn. Da habe ich meine Sachen geholt. Das ist in Hannover ein kleiner hübscher Laden, den ich euch gleich nochmal zeigen kann. Ja, da kaufe ich jetzt meine Sachen ein, weil ich mag diese kleinen Läden, wo man reingeht, wo man stöbern kann, und das ist einfach ein viel schöneres Gefühl, als wenn man dann irgendwo bei Amazon sich den Warenkorb vollklickt und dann irgendwie nach, weiß ich nicht, 2 Tagen ist dann das Paket da. Also ich gehe lieber dann in solche kleinen Läden und ja, stöber da und lass mich beraten und such und also ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich fasse das dann gerne an und meinetwegen stelle ich es auch wieder zurück oder sowas, aber völlig egal, bei welchem Laden ihr kauft. Bei Fantasy Inn könntet ihr sogar auch online bestellen. Das würde dem natürlich auch helfen. Ist jetzt natürlich an sich das gleiche wie bei Amazon. Aber wenn ihr solche Läden habt, die bei euch in der Nähe sind, dann kauft lieber da und kauft bitte nicht bei Amazon. Also zumindest nicht die ganzen Warhammer-Sachen und auch nicht die Pen-and-Paper-Sachen. Kauft das dann bitte im Laden, örtlich bei Games Workshop oder ja, wie die Läden bei euch auch alle heißen, Comic Culture, keine Ahnung. Kauft das bitte vor Ort. Das würde die unterstützen und es wäre sehr schade, wenn die irgendwann kaputt gehen. Ja, dann kommen wir zu der Frage, warum ich das Fenrisian Grey brauche und auch dann das, ne, den Shade brauche ich glaube ich nicht, aber Fenrisian Grey. Ich habe mir jetzt das erste geholt, wo ich dann am Ende hin will. Militarum Tempestus Skyans. Das ist so eine kleine Elitetruppe der menschlichen imperialen Armee. Und da kann man dann hier schon sehen, so ein Offizier mit Kettenschwert und Flammenwerfer, Plasmapistole. Können wir mal umdrehen. Wie gesagt, das ist jetzt nur das Unboxing. Ich werde dazu auch noch das Zusammenbauen Video erstellen und wir können dann auch gemeinsam anmalen, kleben, schneiden, Livestream. Ich werde das Ganze mal dann oben rechts nochmal verlinken. Da findet ihr dann nochmal einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich werde das dann nicht auf YouTube machen, sondern bei Twitch da einfach mal folgen. Da könnt ihr dann gemeinsam mit mir von vorne bis hinten dabei sein, wenn ich dann schneide, klebe, bastel, sprühe und so weiter. Das sind dann am Ende die Tempestus Marines. Also Tempestus Marines, das sind keine Marines, das sind halt nur Militarum, Astra Militarum. Dazu habe ich ja wie gesagt auch schon den Codex. So, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass ich Gefallen gefunden habe an den Black Marines, an der Death Guard. Bin großer Fan, bin jetzt auch gerade dabei, die Eisenstein-Bücher mir dann anzugucken, wo es dann um die Death Guard im 30. Jahrtausend geht. Auch das werde ich noch einmal rezensieren, wenn es dann um ja, Mortarion geht, als er noch nicht abgefallen ist, beziehungsweise dann, wenn der Verrat deutlich wird. 40 Euro für diese Box, da sind 1, 2, 3, 7 Stück drin. Ich hatte in der anderen Box für, was waren das, 32 Euro, hatte ich ja auch drei große Marines drin. Das sind also schon eigentlich ganz happige Preise, aber auch gerade wenn man so eine Einzelfigur haben will später, also ich glaube Mortarion selber kostet auch 80 Euro. Der ist aber auch dann ziemlich groß. Also damit muss man leben. Ich glaube, das ist nichts für Studenten, das ist nichts für Schüler. Es sei denn, du bist dann irgendwie beim Zeitungsaustragen, aber wenn du halt ja arbeitstätig bist, dann kann man sich sowas schon mal leisten. Ist halt ein Hobby, ist halt teuer, aber damit werde ich dann auf alle Fälle weiterhin üben. Die mache ich zuerst. Einfach weil dieses Plackgrün, selbst wenn man sich da vermalt, dann sieht das gar nicht so scheiße aus. Ich sag jetzt einfach mal, wie es ist. Bei den Tempestus Skyans, ja, ich glaube, da muss ich mehr Sorgfalt an den Tag legen. Aber ja, die Plack Guard, die Plack Marines, die Death Guard, die verzeiht dann, glaube ich, doch schon ein paar Fehler. Ich werde dazu dann auch noch einmal die Nasspalette vorstellen, die ich mir dann gebaut habe, die ich dann bauen werde. Das erkläre ich dann euch allerdings dann alles im Video, wenn es soweit ist. Ja,
weil ich habe eure Kommentare selbstverständlich gelesen, allesamt, also bei Facebook, bei YouTube und Twitter, bei all den ganzen Social Media, Shenanigans, habe ich mir das alles angeguckt. Ich habe ja nach eurer Meinung gefragt, nach Hilfen, und da kam ja auch eine ganze Menge, auch zum Entfärben von meinen gelben Marines. Auch dazu habe ich mir die Sachen angeguckt, wie das funktioniert, wie das nicht funktioniert, worauf ich dann achten muss bei Metall, bei Plastik oder dann bei anderen Materialien. Ja, das ist mein Einkauf für 160 Euro. Ich hatte es ja schon gesagt, vor allem die Farben schlagen dann rein. Citadel-Farben sind natürlich immer ein bisschen teurer, gerade wenn es dann so ein Technical ist mit einer etwas größeren Farbbox. Kann man auch schon sehen, klein und groß. Ich glaube, das sind 6 Euro und 3 Euro oder 4 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich. Also könnt ihr euch dann immer bei eurem jeweiligen Händler angucken. Ich glaube, es waren 6 und 4 Euro. Und die Vallejo-Farben sind dann dementsprechend günstiger. Die sind allerdings sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Dazu dann später im Malvideo mehr, wenn es dann darum geht. Ich glaube, die haben 2,50 gekostet jetzt für diese Packung. Ja, irgendwie so ganz grob. Deathwatch, ja, die Romane von der Black Library sind sowieso immer empfehlenswert. Da kriegt man viele, viele hundert Seiten für 10, 15 Euro und da ist eigentlich jedes Buch den Preis wert. Ob das Buch dann an sich auch gut ist, das werden wir sehen, aber bisher bin ich immer sehr, sehr überzeugt von den Büchern. Ja, und so ein Kodex muss man sich ja eben überlegen, worauf habe ich Bock, welche Armee will ich spielen oder welchen Fluff will ich mehr haben. Da ist auch sehr viel Fluff drin, also ungefähr 2 Drittel Fluff und dann nur 1 Drittel Regeln. Das hat mich am Anfang auch abgeschreckt, als ich auf der Nordcon dann mir einen dieser Kodexe angesehen habe. Das waren die Grey Knights. Den habe ich dann aber auch gleich mitgenommen, gemeinsam mit dem Dämonen-Kodex. Der liegt also auch noch rum. Wenn ihr dazu eine Rezension haben wollt, kann ich das natürlich auch anbieten. Aber ich bin großer Deathwatch-Fan und wir gehen dann von den Plague Marines, von der Death Guard, gehen wir dann, nachdem wir hier ein bisschen weiter geübt haben, weniger Farbe benutzt haben, mehr Wasser benutzt haben, gehen wir dann rüber zu den Militarum Tempestus und fertigen dann unsere allerersten, ja, richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Miniaturen an, mit denen ich dann auch Pen and Paper spielen werde. Mit den Black Marines kann ich das natürlich auch tun, da muss ich allerdings sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich da die Deathwatch dann nicht töte, weil die schon mehr aushalten. Gut, das war mein kleines Video zu meinem Einkauf bei Fantasy Inn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt vielleicht nicht so informativ, aber ich mag solche Videos selber ganz gerne, wenn man dann mal reinguckt. Und ja, viele weiteres wird es dann bei Twitch geben. Folgt mir da und sonst wo. Ihr kennt den ganzen Blödsinn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ja, so viel zu dem Tschüss. Ich mache einfach mal weiter, denn ich dachte mir, wir können das Video noch ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich noch so ein paar Bilder aufgenommen habe, so ein paar Bewegtbilder, und da zeige ich euch einfach mal den Laden von Fantasy Inn, wie hübsch sowas aussehen kann. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe da nichts dafür bekommen. Ich mache das einfach nur, weil ich ein großer Fan bin von solchen Läden. Mir ist an sich komplett egal, wo ihr dann am Ende kauft, aber ich finde es wichtig, dass ihr nicht bei Amazon kauft. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ihr könnt, wie gesagt, bei Fantasy Inn kaufen, bei Games Workshop, bei all den anderen Dingern bei euch in der Nähe. Ist es einfach nur wichtig, dass ihr diese Läden unterstützt und dass ihr dann nicht bei Großkonzernen kauft. Auch dann durch so Sachen wie Kickstarter, wo ihr dann direkt beim Verlag kauft. Das ist an sich ist es in Ordnung, gerade wenn ein Spiel dann gar nicht erscheint. Aber am Ende ist es dann doch besser, wenn es so etwas wie Vorbestellung gäbe und dann nicht wirklich Kickstarter. Finde ich dann ein bisschen fairer, wenn solche Läden dann kaputt gehen, dann ist damit niemandem geholfen. Gerade eben auch, weil neue Kundschaft über solche Läden generiert wird. Das funktioniert da mittlerweile auch übers Internet, jetzt auch gerade mit solchen Videos, die ich jetzt hier gerade mache. Hat sich das so ein bisschen im Laufe gewandelt, aber früher war es auf alle Fälle so, dass man nur über solche Läden ins Hobby gekommen ist. Und wenn die jetzt nach und nach wegbrechen und zumachen, dann wäre das unglaublich schade. Und das spürt der Verlag, beziehungsweise das spüren dann eben auch die kleinen Läden.
Aber ich will mich jetzt auch gar nicht zu dem Thema äußern. Ich dachte mir einfach nur, ich zeige euch das ein oder andere. Es gibt hier nicht nur Games Workshop Sachen, also Warhammer, sondern ganz, ganz viele andere Sachen zu Tabletop, aber eben auch zu Brettspielen. Das könnt ihr dann ja auch hier jetzt gerade sehen. Die neuesten Sachen, Fallout, Scythe, Willen des Wahnsinns, wie sie alle heißen. Und selbstverständlich gibt es auch Pen and Paper Bücher, die habe ich dann noch ein bisschen später dann gezeigt. Das war der Grund, warum ich das allererste Mal da war. Ich war damals beruflich in Hannover und hatte dann die Zeit so ein bisschen vertrieben mit dem Stöbern und war eher auf der Suche nach den Pen and Paper Sachen. Habe dann allerdings auch da das ein oder andere dann beim Stöbern gefunden. Ja, man braucht einfach nur jemanden, der einen so ein bisschen in das Hobby reinbringt. Und wenn ich das an dieser Stelle für euch sein kann, dann freut mich das. Ich entschuldige mich aber auch gleichzeitig an der Stelle, dass ich euch dann ein solch teures Hobby aufgehalst habe. Ja, Bücher zu Pen and Paper gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ich bin dann immer ein Freund von deutschen Büchern. Nicht, weil ich das Englische nicht verstehe, sondern weil ich dann doch schneller lesen kann, schneller verstehen. Ich habe auch noch so sehr viele deutsche Bücher. Deswegen lohnt es sich für mich noch nicht, den englischen Markt dann zu beschreiten, weil es sind einfach sehr viele deutsche Bücher, die wir noch haben, die ich zumindest noch lesen muss. Und wenn die ausgelesen sind, dann kann ich später auf Englisches wechseln. Aber ja, ihr könnt euch einfach umgucken. Wie gesagt, nehmt die Sachen in die Hand. Völlig egal, in welchem Laden ihr dann steht, aber nehmt die Sachen in die Hand, lasst euch beraten. Da haben wir noch ein paar Mangas und Comics, wenn euch das interessiert. Ja, ich glaube, ich lasse euch einfach mal alleine. Jetzt können wir uns gleich nochmal unten den Keller angucken. Da gibt es dann auch noch Tische, wo man dann spielen kann. Nicht unbedingt Tabletop, aber vor allem dann Pen and Paper oder Magic, Yu-Gi-Oh! Und so Sachen. Ja, damit würde ich euch alleine lassen. Ich gebe euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren für die restlichen Schnittbilder und dann bedanke ich mich noch einmal für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!